Hi Leute, willkommen zurück in dieser wunderschönen neuen Folge. Heute werde ich euch mal ein bisschen erzählen, warum ich sämtliche Videos gelöscht habe. Ihr seht jetzt hier, ich hatte riesen Hype wieder. Der Hype an Aufrufen ist wieder gekommen irgendwie. Warum habe ich das weggeworfen? Den Abonnenten hat es mir auch nicht gefehlt. Jetzt momentan mache ich Minus-Abonnenten, aber das ist mir egal. Ich war nicht zufrieden mit dem Content, was ich früher gemacht habe. Deshalb habe ich euch, glaube ich, auch mehrmals erzählt, auch meinen Freunden und so. Und deswegen habe ich mir einfach gedacht, mit diesem Content möchte ich nicht mehr auf meinem Kanal leben. Ich möchte jetzt einen Neustart. Ich habe nur 29 Videos draufgelassen. Gestern ist ein Video gekommen mit Cleverbot. Sorry, bin ein bisschen erkältet. Damit war ich auch zufrieden mit dem Video und mit das Video soll einfach eine Aufklärung für euch sein, warum ich es halt gelöscht habe. Ich bin damit nicht zufrieden mit dem Gaming-Content gewesen. Auch mit dieser Kameraaufnahme, das hat mir alles nicht so gefallen und deswegen habe ich die Videos einfach auf privat gestellt. Ich werde die auch nicht mehr auf öffentlich stellen, auch wenn das mein Social Blade-Rang vernichtet hat. Es hat ihn vernichtet, eine 4 minus. Ich war früher auf eine 3. Ich war mit Steepsheet auf einen Rang. Und mit vielen anderen YouTubern. Und dann habe ich halt die Videos gelöscht und jetzt bin ich halt auf 4 minus. Ich muss mich jetzt hocharbeiten. Leute, es wäre geil, wenn ihr mich dabei unterstützen könnt. Weil hier habe ich auch ein paar Videos. Nee, da hat YouTube irgendwie Aufrufe gelöscht. YouTube buggt momentan mega rum. Ich krieg meine Likes nicht mehr, nehmen die mir irgendwie weg. Haben auch Leute unter den Kommentaren geschrieben, um das nochmal zu klären. Ich finde es nicht korrekt von YouTube. Ist halt jetzt scheiße, dass ich mein Social Blade rang und ja, ich hab's halt total vernichtet, sagen wir es mal so. Tut mir leid für die Leute, die früheren Content gefeuert haben. Ich kann halt nicht mehr damit leben und ich hoffe, ihr versteht das und ja, das war's auch mit dem Video. Ich wollte es euch einfach nur gesagt haben. Dann tschö, Leute.